Deutschland? Ist er der Beginn Deutschlands? Man ist sich einig, dass es kein Gründungsdatum dieses Deutschen Reiches gibt. Man spricht seit langem von einem gestreckten Verlauf, der im Zerfall des Karolingerreichs seinen Anfang nahm. Da kann man Daten nennen, 843 oder andere. Dann gibt es Stufen im 10. Jahrhundert und es gibt vehemente Vertreter, die sagen, auch das 10. Jahrhundert ist noch fränkisch, sächsisch oder gar deutsch. Ja. Es hat da Diskussionen gegeben. Man kann sicher sagen, dass noch im 11. Jahrhundert die Identitätsstiftung, dass man überhaupt merkt, diese Stämme oder Völker, wie wir heute lieber sagen, sind eine Einheit, dass diese Identitätsstiftung bis weit ins 11. und 12. Jahrhundert hineinreicht. Also ein ganz langer Prozess. Aber wenn Sie doch, Sie sagen vorher, es waren nur typische Menschenbilder, es gaben keine Individuen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es müssten doch jetzt, was im Film jetzt der Schauspieler darstellt, es müssen doch aber auch Herrscher aus Fleisch und Blut gewesen sein. Dieser Otto mag vielleicht nicht so aussehen wie dieser Schauspieler, aber er muss diese Kraft gehabt haben, ein Reich zusammenzuhalten. Was meinen Sie, Frau? Ja, natürlich waren das auch individuelle Persönlichkeiten, keine Frage. Nur das Problem ist, dass wir sie eben als solche nicht greifen können in den Quellen, weil die Quellen sie nicht als Individuen darstellen, sondern ganz bestimmte Topoi, also Gemeinplätze gewissermaßen des idealen Herrschers, was ja eben schon gesagt worden ist. Und deswegen muss man sich eben bewusst sein, dass das, was man da sieht, immer eine zum großen Teil nahe an der Fiktion sich bewegende Darstellung ist. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass man eben ja den Anspruch auf wissenschaftliche Seriosität erhebt. Und wir treten als Fachleute da auf und spielen sozusagen die Experten. Und damit bekommt das Ganze ja den Anschein der Wissenschaftlichkeit. Es wird aber nicht Es wird ja dieser Seriositätsanspruch ganz bewusst auch mit erhoben und inszeniert. Ja. Und es wird aber nicht die Möglichkeit gegeben, darauf hinzuweisen, dass das eben eine weitgehend auf Wahrscheinlichkeitsüberlegungen und auf eigener Fantasie der Filmemacher beruhende Darstellungen sind. Und ich denke, diese Diskussionsrunde hier ist natürlich dazu geeignet, das darzustellen. Aber in der Sendung selber wird es eben nicht gemacht. Und da fände ich dann eine richtig fiktionale Darstellung, wie eben Barry Lyndon, wo man das gar nicht den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt, sondern einfach einen schönen Historienfilm dreht, finde ich dann eine klarere Sache. Sind wir da wieder auf einem Punkt, wo man sagt, immer ist das Fernsehen schuld. Immer macht das Fernsehen das Falsche. Die Verbindung zwischen Wissenschaft und Fiktion, zwischen eventuell dem Anspruchsvollen und dem Unterhaltenden. Ich denke schon, dass es in der angelsächsischen Welt da fließende Übergänge gibt. Genau. Also wenn Engländer und Amerikaner oder auch Franzosen eine solche Geschichte erzählen, sie würden sie erzählen wie wir. Ja. Und man würde darauf achten, wie fantasievoll ist das gemacht, wie akkurat ist es auch gemacht. Dafür haben wir aber historisch geerdet die Filme. Nun ist es so, dass also in der frühen Zeit, im frühen Mittelalter, man natürlich dann vielleicht ein bisschen mehr Fantasie hinzu, Poesie hinzugewinnen muss, als es in der Neuzeit ist. Aber ich verwahre mich gegen den Vorwurf, dass das erfunden ist in den Köpfen der Autoren. Es ist ja auch kein Vorwurf. Wir haben mit der Wissenschaft zusammengearbeitet die Programme, die bisher entstanden sind, auch Professor Siemann hat den Film gesehen über Robert Blum, haben bisher zu keinen Diskrepanzen geführt. Ganz im Gegenteil, es wurde gesagt, ja, das ist eine Art Geschichte darzustellen, über die Fiktion hinaus. Und Fiktion hatten wir nicht. Also es gab keine Filme über Barbarossa, es gab keine Filme über Luther, das war ein englisch-amerikanischer Film, der gemacht wurde. Also man kann nicht mal sagen, auch die großen Dichter, Goethe, hat sich mit Griechen befasst, Schiller hat sich befasst mit Maria Stuart, Wilhelm Tell. Ja. Aber man hat seltsamerweise weder Befassungen mit den Figuren in der Fiktion, in der Dichtung, in der Kultur, noch haben sich die Spielfilmregisseure unserer Zeit mit den Figuren unserer Geschichte befasst. Und wir versuchen jetzt diesen Brückenschlag. Ja. Darf ich mich da einfach mal einschalten? Ja, weil ich finde, das Gespräch nimmt eine falsche Richtung, wenn das als Vorwurf verstanden wird. Ja, das meine ich. Wir arbeiten konstruktiv mit. Es ist ein neuer Versuch, etwas zu machen. Und dieser Versuch bringt einfach Probleme mit sich. Ja, das sind grundsätzliche Probleme. Das hat nichts mit Fehlern zu tun, sondern wenn Sie ein komplexes geschichtliches Geschehen in eine
Filmszene einbauen oder in eine Filmszene einbauen. Und die Personen sagen 3 oder 5 Sätze, jetzt Otto und Tankmann, ja, ich nehme ja, ihr Beispiel, ja. Dann verdichten sie einen ganz komplexen Vorgang der Partizipation an Herrschaft in dieser Zeit. Aber dann eine Sache, die weitestgehend Dinge ausblendet, die man eigentlich mitbringen müsste. Dieser Tankmar in der Szene erscheint als ein Finsterling, der nur machtgierig ist. Dass er aber getragen wird von einer Fülle von anderen Adligen, die im Grunde genommen den König in eine, zu Recht, in eine tiefe Krise bringen in dieser Zeit, können sie in 3 Sätzen nicht zum Ausdruck bringen. Und insofern ist der Versuch, ein komplexes Geschehen in eine Konversation einzubauen, das ist bei anderen Beispielen genau das Gleiche. Es ist immer dieses Problem, das ist fast unlösbar. Und das muss man sagen dürfen. Ja, aber klar, aber nicht es darf nicht falsch Nein. sein. Es darf dem können wir nicht sein. Ausweichen. Nein, eben. Das muss sein. Das muss sein. Das ist eher, was ich eher gesehen habe gestern Abend, war eine gewisse, in diesem Film, eine gewisse Diskrepanz zwischen den unwahrscheinlichen Leistungen des Fernsehens, was Visualisierung von abstrakten Tatsachen betrifft. Mhm. Die Karten zum Beispiel sind ganz gut, wenn auch die Grenzen zu dicht sind. Aber naja, das ist jetzt ja keine Rolle. Aber die Karten sind ganz gut. Die Beweglichkeit, gewisse Formen auch der Rekonstruktion, wie eine Stadt hätte aussehen können zu dieser Zeit, das finde ich ganz gut. Ja. Hervorragend fand ich auch dieser kurze Abschnitt über die Lanze oder wie man die Kaiserkrone, Kaiserkrone rumgehen kann. Das sind Sachen, die man auch in einem Museum nicht machen kann. Ja. Das ist ein großer Plus. Ja. Aber im Vergleich dazu, die Rekonstruktionen in Form von Szenen, sind nicht auf der gleichen Höhe. Das würde ich schon. Weil ich muss darauf direkt antworten. Zum Beispiel die Lechfeldschlacht. Ja. Ja, dann möchte ich von Ihnen, Ihnen mal wissen, wo Sie Gleichwertiges gesehen so haben. So ist es. Wo Sie im Spielfilmbereich Gleichwertiges gesehen haben. Also ich denke, es gibt unzählige Filme über Krieg und Frieden. Wenn Sie die nochmal sehen, Ich würde gerne jetzt so die Ebene des Films vielleicht verlassen und zu unserem Thema, wie aktuell ist. Deutsche Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, hieß es am Ende, das Otto gegründet hat oder wie auch immer. Wir wollen uns jetzt nicht in die kleinteilige mittelalterliche Diskussion einfügen. Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Ist das für uns heute noch etwas, was ganz abgefallen ist? Oder scheint in diesem Konstrukt so etwas auf wie die moderne EU? Herr Winkler. Also zunächst einmal ist das Heilige Römische Reich, das man erst später so genannt hat, eine Grundtatsache der deutschen Geschichte, ebenso wie die Glaubensspaltung oder der Gegensatz zwischen Preußen und Österreich. Der europäischen Geschichte. Richtig, und genau das nicht auch. Aber für die deutsche Geschichte jedenfalls wären diese 3 Grundtatsachen von immenser Bedeutung für alles Kommende. So kann man das 19. und 20. Jahrhundert gar nicht erklären, ohne auf diese ältere Zeit zurückzugehen. Und ich finde es wichtig, dass in einem Film zumindest der Versuch gemacht wird, so große Zusammenhänge so weit aufzuzeigen, dass Interesse erwächst, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Man kann aus dieser Geschichte eine Menge lernen. Zum Beispiel müsste man ins Mittelalter zurückgehen, um, und auch das gilt nicht nur für Deutschland, zu erklären, wie es überhaupt zur modernen Gewaltenteilung gab. Ja. Ohne die Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt oder von fürstlicher und ständischer Gewalt, später nicht die Trennung von gesetzgebender, ausführender und rechtsprechender Gewalt. Die Geschichte der Menschenrechte lässt sich lange hinter das 18. Jahrhundert zurückverfolgen. All das gilt nicht nur für Deutschland, es gilt für Europa, es gilt für den Westen. Und ich denke, solche Zusammenhänge aufzuzeigen, ist von immenser Bedeutung. Was das Reich angeht, kommt noch etwas hinzu. Das Reich hat eine mythische Renaissance im 20. Jahrhundert erlebt, die ungeheuer politikwirksam wurde. Das Reich als europäische Ordnungsmacht, eine Parole, mit der die deutsche Rechte versucht hat, eine Art Kompensation für die Niederlage im Ersten Weltkrieg zu schaffen. Man muss nur einmal nachlesen, welche Rolle das für Hitler, aber auch für das deutsche Bildungsbürgertum im
Zeitalter der Zwischenkriegszeit in der späten Weimarer Republik und im Dritten Reich gespielt hat. Also geschichtswirksam bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und deswegen ist es wichtig, diesen großen Zusammenhang zur Diskussion zu stellen. Wenn Herr Winkler sagt, diese Gewaltenteilung beginnt schon in dieser frühen Zeit, würden Sie das so auch akzeptieren, dass man sagt, in der Tat, wenn man den Spruch aus dem Neuen Testament, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist, und dann eben den Investiturstreit zwischen diesem, wie schrieben Sie so schön, dem heiligen Satan, Gregor dem VII., also übrigens erscheint dann auch etwas Individuelles aus, wenn Sie das haben, ist das tatsächlich so? Und dann hätten wir ja gewissermaßen eine Verbindung bis heute. Also es ist ein völlig legitimer Weg, im Grunde genommen im Mittelalter nach der Vorgeschichte der Moderne zu suchen. Das gelingt meist nur auf dem Weg der Analogiebildung. Viele Dinge sind dann doch anders, einige Dinge aber doch. Deswegen ist die Mittelalterforschung zumindest auch dabei, den Eigenwert des Mittelalters als etwas Fremdes, was nicht das einzige Ziel darin hat, zur Moderne hinzuführen. Und da sind dann so Sachen wie Gewaltenteilung oder Trennung von Staat und Kirche oder stellen sich doch zum Teil anders dar. Wenn man diesen berühmten Investiturstreit nimmt, der immer als der Beginn der Trennung von Staat und Kirche, dann muss man einfach sagen, von Trennung und von Staat und Kirche war da überhaupt nicht die Rede. Da wollte die Kirche nicht den Staat, aber den König zum Gehorsam zwingen. Und insofern sind Sie sagen kleinteilig, aber sind genauere Betrachtungsweisen doch nötig, um im Grunde genommen für unsere Zeit auch einer Größenöffentlichkeit ein adäquates Mittelalterbild vorzuführen, wenn ich das noch anfügen darf. Denn das Mittelalter ist ja mehrfach sozusagen neu erfunden worden, nicht erst im 20. Jahrhundert, am deutlichsten im 19. Jahrhundert, als man nach der Demütigung durch Napoleon plötzlich unsere große Vergangenheit in den frühen Jahrhunderten des Mittelalters entdeckt hat und sich vollkommen auf die Macht konzentriert hat. Dass im Grunde genommen es nichts anderes gab als die Macht dieser Kaiser, und da hat man eine Macht hineingeheimnisst, die moderne Forschung überhaupt nicht mehr findet. Aber eines ist doch ganz wichtig, wenn wir die Geschichte des Westens oder der Westkirche und der Ostkirche vergleichen, dann spielt bis heute eine große Rolle, ob es so etwas wie eine ansatzweise Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt gegeben hat oder nicht. Und der ganze Westen ist nur auf der Grundlage dieser Ausdifferenzierung überhaupt vorstellbar, die ungeheuer komplex und widerspruchsvoll über Jahrhunderte hinweg verlaufen ist, mit vielen Versuchen der Wiederherstellung eines Staatskirchentums und dem Protest dagegen. Wo würde dann der deutsche Sonderweg beginnen? Also wenn man sagt, also wenn man das tatsächlich annimmt, das ist ein eigener Zehnteiler. Nein. Ich meine, wäre zum Beispiel so jemand wie Martin Luther, die Reformation, wäre das etwas, was dann eine ganz andere Entwicklung hatte? Wenn Sie sagen, durch die Gewaltenteilung in dem frühen um 1000 herum entsteht so etwas wie die westlichen Werte. Die westlichen Werte, die sich dann später eben nicht mehr an der Kirche orientieren, sondern an den Menschenrechten, Deklaration der Menschen in Amerika. Zunächst einmal beginnt alle Geschichte. Beginnt dabei bei Luther so etwas anderes? Also ich würde zunächst einmal sagen, es gibt in der Geschichte nur Sonderwege und einige sind besonderer als die anderen. Ja, gut. Wenn man als deutschen Sonderweg vielleicht bezeichnen will, dass ein Land, das den Westen mit hervorgebracht hat, sich gleichzeitig massiv gegen den Westen und seine politischen Werte gewandt hat, dann ist das allerdings etwas sehr Spezifisches, was wir im 19. und 20. Jahrhundert beobachten können, vor allem im 20. Jahrhundert. Aber auf der anderen Seite, es gibt nur für zwei Jahrhunderte der deutschen Geschichte. Mhm. Und zum Glück, und das ist das Schöne eben an dieser Sendung, sie zeigt, dass die deutsche Geschichte viel länger ist und dass diese zwei Jahrhunderte nur eine Minderheit in der deutschen Geschichte darstellen. Ja. Also ich finde insofern diese Sendung sehr befreiend und sehr hilfreich. Ja. Und ich habe Martin Luther auch unter Mediengesichtspunkten jetzt in die Debatte eingeworfen. Denn wenn man sich mit dieser Zeit befasst, dann stellt man ja fest, Gutenberg hat sozusagen die Hardware geliefert. Ne? Drucken mit beweglichen Lettern. Aber Martin Luther war der erste Medienstar und er hat die anderen Zwingli, die anderen Reformatoren, die vielleicht etwas Ähnliches gedacht haben, überragt. Er war, wenn man so will, der Berühmteste. Und beginnt da nicht eben gerade in der deutschen Situation etwas?
Also ich würde Luther nicht immer so sehr der deutschen Geschichte reservieren, sondern Luther hat ja eine gemeineuropäische Wirkung gehabt und es gibt innerhalb dessen, was man jetzt mal Deutschland nennen, natürlich immer ganz viele verschiedene Konfessionen, es haben sich verschiedene Konfessionen raus.